hier bin ich wieder. Heute ist der 12. November. Hinter mir ist der Vulkan nicht zu sehen, aber eben gerade war er zu hören. Nachdem er den ganzen Morgen keinen Mucks von sich gegeben hat, fing er plötzlich an, hört sich an, als ob ein Gewitter aufzieht. Auf einmal fing er an zu donnern. Aber das war jetzt einmal sehr laut und jetzt eben wieder. Ja, da will ich mir ihn doch nochmal anschauen. Ich zeige ihn jetzt nochmal von Norden aus und dann nochmal nordwestlicher, was er macht. Werde dann auch späterhin nochmal was dazu sagen zu dem Vulkan. Das mache ich aber erst später, wenn so sämtliche Informationen auch da sind. Im Moment kann ich nur so viel sagen, dass es heute Morgen um 8:30 ein Beben gab aus 38 Kilometer Tiefe von einer Magnitude von 4,3 oder 2, weiß ich gar nicht mehr, dass ich eigentlich viel schwächer gespürt habe. Ich dachte, das ist so ein Dreierbeben, 3,8 vielleicht höchstens. Da es jetzt im Moment sehr windig ist, werde ich später noch mal was zu dem Vulkan, während ich ihn zeige, noch mal sagen. So, auch hier stellt er sich nicht besonders spektakulär dar. Es sieht wieder aus, als würde er einfach nur ausgasen. Aber ich bin ja jetzt ein bisschen weiter westlich, nordwestlich, während ich vorhin aus dem Norden, da hat man ja gar nichts mehr gesehen, nur die große Wolke. Also Sektkorken sind auf jeden Fall noch nicht angesagt, aber er steht schon im Kühlschrank. Ich denke mir, in den Kühlschrank stellen kann man ihn ruhig schon. Ja, die Daten im Moment sind so, dass es ein Beben gab heute Morgen in 8:30 in 38 Kilometer Tiefe mit einer Magnitude von 4,3. Ich habe es geringer gespürt. Also ich dachte, es ist geringer. Ich habe es zwar gespürt, aber nicht weiter zur Kenntnis genommen. Hat auch nichts geklappert. Es soll 27 Beben gegeben haben seit der letzten Mitteilung. Das ist jetzt nicht so viel, aber hauptsächlich in den tiefen Kammern. Und mein laienhaftes Verständnis davon würde jetzt schon meinen, dass es oben weitergehen müsste. Wenn wirklich was unten nachgekommen ist, muss es ja nach oben steigen. Also vielleicht auch was nachgekommen ohne Druck und es bleibt da unten jetzt liegen bis zum nächsten Mal. Also ich weiß es nicht. Aber jetzt in den oberen Kammern hat es jetzt nicht dadurch auch verstärkt Beben gegeben. Gestern war ja noch mal viel Lava zu sehen, auch weil wieder ein Teil eingebrochen ist und der Lavasee ein bisschen übergelaufen ist dann wieder, der da sich immer noch drin befindet, in dem Vulkankegel. Im Moment sieht er wieder aus, als würde er ruhig ausgasen, aber ich habe jetzt zweimal ein ziemlich lautes Donnern gehört. Da hat er richtig gedonnert und dann aber wieder aufgehört mit seiner Geräuschkulisse. Ja, er schwächelt, das ist ohne Frage so. Aber nur wann er endgültig aufhört, tja, und ob er nicht wieder doch zulegt, das ist halt die Frage. Ich werde noch was am Nachmittag dazu sagen, wenn ich noch mal mehr weiß, wenn diese ganzen Mitteilungen auch weiter rauskommen, werde ich noch mal was dazu sagen. Auch nach 18 Uhr hat sich nichts geändert. Viel weißer Rauch, wenig Asche. Der Tremor ist niedrig, also dieses Zittern, wenn die Magma aufsteigt. Die Erdbeben waren mit 27 auch wenig, aber es waren noch welche. Der Schwefeldioxidausstoß, der ist noch ein bisschen hoch. Der beträgt immer noch 7.000 bis 21.000 Tonnen am Tag und sollte eigentlich bei 100 bis 200 Tonnen am Tag liegen, wenn wir möchten, dass er wirklich aufhört. Also wenn er auch wirklich aufhören möchte. Also der Sekt bleibt jetzt erstmal noch im Kühlschrank, aber da kann er ruhig schon mal sein. Der Trend ist noch nicht eindeutig genug, sagen auch die Wissenschaftler, dass man sagen könnte, er hört endgültig auf. Er ist rückläufig, aber nicht, die Zeichen sind nicht so deutlich, dass man sagen kann, er könnte nicht eventuell auch wieder loslegen. Also ganz sicher kann man
sich noch nicht sein. Aber er wird, davon bin ich überzeugt, doch bald aufhören. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch schon den 55. Tag. Das ist ja so dieses Mittel, wie lange diese Ausbrüche dauern auf den Kanaren. Also es wird Zeit und ich mache mir schon mal jetzt so auch oder informiere mich jetzt schon mal, wie geht es eigentlich nach dem Vulkan weiter. Nicht nur bei uns auf der Finca, da natürlich auch, das werde ich auch zeigen. Da wird es allerdings schon noch ein bisschen länger dauern, bis wir dort wirklich wieder zurück können. Aber wie sieht es hier mit der Insel aus? Gibt es da schon Pläne, Infrastruktur? Wie werden die Menschen untergebracht, die ihr Zuhause verloren haben? Da werden schon die Köpfe rauchen. Die Frage ist, wie viel kriegt man davon schon mit? Die Straße nach Puerto Naos, die runter an der Plaza Glorieta geht, die ist schon ziemlich weit ausgebaut worden. Also man hat da ein paar Kurven begradigt, damit da größere Autos auch runterfahren können. Und man sieht auch noch alte Baustellen, die wichtig ist. Das zeige ich nämlich jetzt gleich mal. Das ist nämlich die Umgehungsstraße, die von Tazacorte zum Puerto führt. Das wird nämlich jetzt auch wieder wichtiger werden. Die hat man jetzt hier gesehen. Ich gehe mal so rum, gehe dann auch noch mal zurück. Da ist die Baustelle dann nämlich. Das war eben kurz zu sehen. Das ist der Hafen vom Puerto. Da liegt wieder dieses rote Schiff. Die spanische Marine sieht man auch gleich. Da ist sie, glaube ich. Oder noch eins weiter. Da, ich glaube, das ist das, dieses Schiff. Dieses größere, nicht das rote. Ja. Es soll einen Fährbetrieb geben vom Chaco Verde, also das ist ein Strand in der Nähe von Puerto Naos, nach Tazacorte. Tazacorte hat eigentlich schon einen ganz guten, wie man jetzt hier auch sieht, guten Hafen, auch einen guten Anlegesteg für eine Fähre. Beim Chaco Verde muss noch was gebaut werden, das heißt, der ganze Verkehr würde dann auch wieder durch Tazacorte gehen. Und deswegen ist da jetzt auch die Umgehungsstraße umso wichtiger, an der auch weiterhin noch fleißig gebaut wird, wie man sieht. Ich werde auf alle Fälle weiter berichten und mich jetzt auch informieren.